liebe Unterstützer und Unterstützerinnen, wir haben uns für diesen Ort, für unsere heutige Gedenkveranstaltung entschieden, weil die Erinnerung an das Verbrechen an unserem Volk während des Nationalsozialismus an Roma und Sinti in Europa verbindet. In Berlin nahm der Völkermord an der Roma und Sinti seinen Ausgang bereits zur Olympiade 1933. Wurde die Stadt für zigeunerfrei erklärt. Wenn wir uns heutige Lage der Roma in Europa anschauen, dann gibt es keinen großen Grund zu feiern. Wir haben es mit zunehmendem Rassismus zu tun, mit Diskriminierung auf Arbeitsmarkt und in der medizinischen Versorgung. Die Roma, die versuchen ihr Schicksal an andere Orte in die Hand zu nehmen, werden durch die regionale Behörde vertrieben. Kinder und Jugendliche werden immer noch nicht gleich behandelt, wenn es um ihre Bildung und Ausbildung geht. In den Medien wird ausführlich über Einwanderung von Roma aus Osteuropa, ohne zu erwähnen, dass sie nur ein kleiner Teil Migranten sind, die aus allen Ländern Europas nach Berlin und Deutschland kommen. Sie werden als Bedrohung dargestellt, die das soziale Leben in den Städten gefährden. In diesem Sinne äußert sich auch der Bundesinnenminister und der deutsche Stadtetag. Angela Merkel hat bei der Einweihung dieses Denkmals davon gesprochen, dass Deutschland besondere Verantwortung für Sinti und Roma trägt. Die Roma und Sinti sind bereit und in der Lage, diese Verantwortung selber zu übernehmen. Wir brauchen dafür vielfältige, stabile und professionelle Organisationen und Institutionen der Roma und Sinti, die diesen Prozess begleiten. Unsere Botschaft und Bitte an die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft ist daher, uns bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterstützen. Ich möchte mich herzlich bedanken für alle, die da heute Zeit genommen haben, uns zu unterstützen. Und heute ist dran Ensemble oder Nilor aus Berlin. Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss leider meine Kolleginnen so entschuldigen, Kollegen, weil sie haben eine kleine Verspätung, also dauert noch 5 Minuten.